Stimmt, vorgestern war es die schwarze Hand. Stimmt, geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, moin. Wie die schwarze Hand. Da haben wir Just Cause 4 gespielt. Und da heißt die Söldnerarmee die schwarze Hand. Wie geil. Und hier ist die schwarze Sonne. Geil, ist mir gar nicht aufgefallen. Kann man überlegen, was war zuerst da? Wer klaut wem was, ja? Ja. Ein wissenschaftlicher Leiter, ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Hermes gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Was ich aber auf jeden Fall gern noch spielen würde, da hätte ich auch, wenn du Bock hast, können wir das auch zusammen dann wieder machen. Wenn ich es finde, ich glaube Sirius Sam 2 war es. Kennst du das? Ja, klar, voll die geile Reihe. Ja, das Multiplayer war das immer geil. Also, wir haben das öfter mal bei einer LAN-Party gespielt und so. Vor allem mit dieser geilen Sirius-Bomb. Sirius-Bomb! Was wir von der Basis der schwarzen Sonne abgefangen haben. Geilste Charme des Spiels. Sektor 439 auskommuniziert. Vor allem immer sehr witzig, wenn. Es gibt ja diese Sirius-Bomb immer nur sehr selten. Sehr witzig, wenn einer die Ja. Sirius-Bomb hatte. Man musste sie aufheben eigentlich und aus Versehen zündet der die. Inwiefern? Ich habe das Spiel aber leider nirgends gefunden. Du kannst das bei GOG kannst du das runterladen. Echt? Ja, da haben die alle Retro-Games, kostet vielleicht 3 € oder so. Boah, geil. Serious Da habe ich auch Sam. so viele alte Spiele von früher runtergeladen. Serious Sam, das macht Laune. Muss mal angucken, GOG. GOG of Galaxy oder Galaxy of Games oder irgendwie, wie das heißt. Könnte man ja mal einen Fünfer Stream draus machen oder so. Hättest du Bock? Ja, klar, warum nicht? Holen wir noch ein paar Leute dabei. Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen. Ich finde Just Cause 4 nicht so gut. Ich muss auch sagen, ich finde den Teil jetzt ist der schlechteste aus der Reihe. Da war der beste, muss ich sagen, war der erste. Der war echt richtig geil, den habe ich gestern wieder gezockt. Ja, und der Dreier war auch gut. Eigentlich waren alle nicht schlecht. Aber der dritte war, ach, der vierte war jetzt echt nicht so der Kracher. Oh, ne neues Oberteil, perfekt. Und ich So. verstehe es nicht, wieso der vierte bei mir so leckt. Immer wenn was explodiert, freest es bei mir. Ich verstehe es nicht. So, was habe ich hier gekriegt? Ich habe auch ein neues Oberteil gekriegt. Ist aber wesentlich schlechter. Ah, wir müssen wieder zur Taxistation. Manu, wo bist du? Ah, da hinten. Oh, wir haben eine neue Partnerin. Sexy Kira ist dabei. Oh, und dann noch im Doppelpack. Sogar zweimal. Oh, Geschwister hier. da kann die Party losgehen. Und bei Just Cause 3 war es ja auch so, für die Leute, die Gronkh kennen, der war ja die Synchrosprecher für den Fritz, der da immer gesagt hat, hier Verstärkung ist unterwegs und so. Da war Gronkh die Synchrosprecherei. Für die, die es wissen. Was? Gottes, to Gottes Tode des Todes? Ah, okay. Hat in den Chat geschrieben. Die Gilde Soldaten der Republik suchen Members. Ah, ja. Alle nutzen Discord, früher war es immer Teamspeak. Ja, genau. Früher noch, wo ich selbst noch WoW gezockt habe. Teamspeak. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, noch für nur fürs Quatschen noch extra Geld zu zahlen oder so. Ist mir zu blöd, da ist Discord einfach viel geiler. Ist Teamspeak mittlerweile kostenpflichtig? Ja, immer schon, wenn du einen Server haben willst, also Ach wo du so. privat mit Leuten quatschen willst. Ach so. Nein, ich war ja meistens immer nur Gildenmitglied oder so. Keystone und Apex. Apex habe ich leider nie gespielt.
Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin mal gespannt. Keystore hat aber auch eine geile Stimme, muss ich echt sagen. Der hat auch echt eine coole Stimme. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Splinter Cell Teil rauskommt. Eigentlich haben sie ja für dieses Jahr angekündigt, aber ja jetzt... Ja, eigentlich dieses Jahr, ja. Aber jetzt mit dem ganzen Virus weltweit wird ja alles nach hinten verschoben. Ich bin mal gespannt. Also deshalb habe ich ja auch die Splinter Cell Reihe angefangen. Eigentlich hieß es dieses Jahr. Mal gucken, ob da noch was kommt oder nicht. Mal sehen. Die Synchronstimme bei Splinter Cell von Sam Fisher ist ja eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, sogar mittlerweile die gleiche wie bei Mass Effect, beim Shepard. Echt? Ja, also nicht der erste Teil, aber ab dem zweiten Teil musste mal die Synchronstimme dir anhören von Shepard und ab dem, sag ich mal, dritten, vierten Teil von Splinter Cell. Okay, das muss ich mal machen. Das wusste ich jetzt nicht. Hört sich fast identisch an. Ich würde sogar sagen, es ist der gleiche. Wo müssen wir lang? Ah, da lang. Julian Bam als Synchrosprecher für Sonic. Ich weiß jetzt gar nicht, was Julian Bam für eine Stimme hat. Ich kenne den nicht mal. Wo läufst du denn hin? Darunter? Weiß ich auch nicht. Darunter? War zu schön, hier lang zu laufen. Folgen Sie mir unauffällig. Oh, die haben mich doch bemerkt. Und Keystra hatte zumindest in Season 2 die Stimme vom Blatt bound. Ja, ich habe Apex nie gezockt, deshalb kann ich da nicht mitreden. Kenne ich auch nicht. Aber Keystra hat auf jeden Fall eine angenehme Stimme. Hier ist noch eine Quest. Wunderbar. Hallo, ich hänge. Als Gruppe zu reisen ist schlau. Hier unten kann man nur mit genug Leuten überstehen. Redest du schon, ja, ne? Ja, ich hab gedacht, du wärst dabei als Holo-Bild oder so. Ich hinge. Ah, okay. Was Ungewöhnliches bemerkt? Etwa wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Naja, auch wenn sie die Games jetzt nach hinten verschoben haben. Ich habe gesehen, bei Star Trek Online haben sie das mit Picard jetzt auch reingenommen, mit der Serie. Also bei denen geht's weiter. Imperium zu handeln ist Verrat. Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Der SID muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. Den Raumhafen zu stürmen könnte die Justikare misstrauisch machen. Wenn es einen anderen Weg gäbe. Ja, ich muss mal gucken, wie man in Streamlabs da dieses mit dieser Language-Scheiße da ausschaltet. Immer rastet er da aus, weil einer irgendwie ein Wort aus Englisch schreibt. Das muss ich mal gucken, wie man das macht. Ich habe eigentlich nur den Nightbot drinne. Warum Streamlabs da mit drin ist, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Hui, wieder 50.000 Sachen besorgen. Nein, sind eigentlich, glaube ich, nur 3 sogar. Oh, da kommen wieder Gegner. Ey, Feind! Ja, die Padawan-Alte da, die hat ganz gute Moves drauf hier. Ja, die hat ja auch eine tiefgreifende Hintergrundgeschichte. Spielst du heute noch PUBG? Bock hätte ich schon. Ich kann es aktuell nur nicht zeitlich sagen. Also ich habe mir auch nichts vor. Deshalb wird der Stream wahrscheinlich eh lange gehen. Also PUBG spiele ich heute auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht wann. Ich kann jetzt da keine Zeit sagen. So. Oh, falsche Taste. Ah, diese Plattform. Wir müssen die Plattform abklappern. Was ist ein PUBG?
Player Unknown Battleground. Okay, so. Wo du hier mit 100 Leuten auf der Insel da bist und musst du beleben. Ah, okay. Kennst du es nicht? Nö. Geiles Game. Ich gehe jetzt auf die Plattform rechts. Jo. Streamlabs ist eigentlich auch gar kein Moderator. Ja, eben deshalb, ja. Ich habe das vor allem. Streamlabs ist ja eigentlich nur mein Aufnahmetool. Also ist ja wie OBS. Bei Discord. Warum der da auf den Chat zugreift, das weiß ich gar nicht. Streamlabs? Was hast du denn da für Probleme? Nee, der, wenn Leute was auf Englisch schreiben, gibt er hier teilweise Timeouts oder so im Chat, in Twitch. Okay. Und ich habe dir noch nicht mal Rechte gegeben, also ich weiß gar nicht warum. Muss ich dann nachher mal gucken. Ah, verdammt, die machen mich wieder langsamer hier. Gehst du auf die anderen Plattformen? Wo bin ich überhaupt? Ja, mach ich. Ich geh auf die linke da. Also ich habe heute erstmal so angepeilt, bis 10 oder so zocke ich jetzt mit Super Slate hier noch. Dann hat er noch ein paar Sachen auf dem Kasten. Und dann schauen wir mal, ob wir erst PUBG, dann Boxen spielen oder andersrum. Mal gucken. Könntest du ja mal reinschreiben, worauf ihr eher Bock habt. Oh, Leon, jetzt ist Leon will's riskieren mit You Like Mich. You Like Mich. I have. Oh, jetzt will er einen Bot herausfordern. Oh. Da ist das Ding ja. So, gib mal her den Stuff. Ja, musst ja schließlich noch deine Kohle zusammenbekommen.